Hallo. Hallo. Ich habe mal eine Frage. Haben Sie auch ein Lieblingswort, so wie ich? Mein Lieblingswort ist wunderfitzig. Und wegen dem wollte ich immer schon wissen, was steckt denn hinter den Straßennamen, wie zum Beispiel die Waldbrunnstraße? Oder was steckt für Geschichten hinter den Häusern? So wie jetzt auch das Haus, das ehemalige Gasthaus Sonne. Und so muss man sich das vorstellen, wie sich da über die Jahrhunderte immer wieder die Geschichte auch gewandelt hat. Und angefangen hat es 1717. Da ist das Haus gebaut worden als viertes Gasthaus in Lörrach. Man muss überlegen, es hat damals vier Gasthäuser gegeben und nur 1500 Bewohner. Natürlich hat auch dann das Haus wieder eine Wechselpolitik hinter sich gekriegt. Und wir sind jetzt gerade im Jahr 1910. Da hat das Haus ein bisschen anders gesehen. Ihr seht auch das ja, fast schon desolate Dach, wie es schon eingefallen ist und wie es dann neu aufgebaut worden ist. In der Zeit hat es auch ganz viele unterschiedliche Funktionen gehabt, das Haus. Es ist sogar einmal eine Filiale vom Konsum drin gewesen. Es ist früher mal Metzgerei drin gewesen, sieht man auch noch da drüber, Metzgerei Käser hat sie damals geheißen. Und ja, fast jedes Gasthaus hat auch eine Metzgerei nebendran. Wiederum, fast 100 Jahre später, ist 2015 das Haus wieder umgebaut gewesen. Dann ist eingezogen die Touristinformation, dort, wo auch unsere Gastführungen stattfinden. Es ist der Posiander, die Buchhandlung reingekommen. Und schon hat es wieder eine neue Funktion gehabt. Aber beim Umbau von dem Haus hat man auf dem Dachboden oben sogar noch das alte Schild von früher gefunden. Das alte Schild vom Gasthaus Sonne. Aber auch das in einem sehr desolaten Zustand. Aber man hat gesagt, ja, das müsste man aber wieder herrichten. Wer trägt jetzt so etwas an? Und dann sieht man wieder, wie sich dann die Wege manchmal wieder gut treffen. Da vorne ist noch die Schlosserei Ginz. Und der Großvater vom jetzigen Inhaber Ginz hat damals dieses Schild angefertigt. Und der Enkel hat es jetzt wieder in den jetzigen Zustand versetzt und jetzt strahlt da oben uns die alte Sonne wieder entgegen. Und so sieht man immer, wie sich dann die Geschichte oft wieder mal schön abschließen. Und wenn Sie Lust haben und auch 140 sind, dann gibt es bestimmt mal noch ein neues Geschichtliches.